Ich arbeite ja, du hast es schon angesprochen, viel mit Erstwählerinnen und Erstwählern. Also in Österreich haben wir das Wahlalter auf 16 gesenkt, schon vor einigen Jahren. Und bin da eben oft mit jungen Erwachsenen zusammen, um über Politik zu sprechen, über Wahlen, Wahlbeteiligung, wie kann ich mich über Wahlen hinaus beteiligen, was kann ich eigentlich auch machen, wenn ich Österreicherin ohne österreichische Staatsbürgerschaft bin, wie kann ich mich auch da beteiligen. Und was ich immer da erlebe, muss ich sagen, the kids are all right, ja, denen geht's gut. Und eine kurze Anekdote, neulich in so einem Workshop hat mir eine der Teilnehmerinnen wirklich ins Gewissen gesprochen und hat gemeint: Wieso kommst du eigentlich zu uns? Geh doch mal ins Seniorenheim, geh doch mal ins Altersheim und bring denen Demokratie bei. Also Sie spüren und merken auch selbst diese Alterskluft, ja, wie sie merken, also ja, hey, eigentlich, wir werden als Pubertäre, vielleicht sogar als Infantile abgetan, aber kindisch seid ihr seid diese Spaßgesellschaft. Ihr habt euch ein Fernsehen eingerichtet, wo jeden Tag eine Infantilisierung und Kommerzialisierung von allem stattfindet. Und ich glaube, das ist ja auch dieser enorme Faktor von Greta Thunberg und überhaupt von Fridays for Future, auch dieser Ernst und diese Verantwortung der jungen Menschen, was eigentlich Erwachsene oder Ältere machen sollten. Und ich sehe das dann eben auch, wenn ich mir Wahlbeteiligungen und Wahlverhalten anschaue. Du hast angesprochen, einen demokratischen Sozialismus. Schauen wir uns nur das Wahlverhalten nach Alter an. Wer wählt Bernie Sanders? Oder ich habe mir angeschaut, im Dezember 2019 die britischen Unterhauswahlen wären nur die Stimmen der 18- bis 24-Jährigen gültig gewesen, würde kein einziger Tory dort sitzen, ja, sondern Labour hätte sowas von der absolute Mehrheit. Und also es gibt hier eine enorme Alterskluft, die aber auch die Verständigung zwischen den Generationen schon erschwert. Wir sehen das auch im österreichischen Wahlverhalten. Also Ältere wählen ganz anders als Junge. Mittlerweile sind die Grünen die Volkspartei der Jugend, ja. Und also andererseits, sie sind aber immer in der Minderheit, ja. Also die 18- bis 24, oder 16- bis 24-Jährigen sind so wenige, ja. Um die muss man sich jetzt auch als Politiker oder Politikerin, als Wahlwerbende nicht wirklich kümmern, ja. Aber das sind diejenigen, die am längsten mit diesen Entscheidungen leben werden müssen, ja. Und das ist, weil du mich gefragt hast, was kann man tun, oder? Das wird, glaube ich, eine meiner nächsten Aufgaben und Projekte sein, eigentlich junge Menschen mit Älteren zusammenzubringen und mehr über deren Ängste, aber auch Hoffnungen und ganz neue Zugänge, wie man eigentlich miteinander spricht und wie man Demokratie auch gestalten kann, hier mehr Möglichkeiten zu schaffen, auch wieder ins Gespräch zu kommen oder diese oft genannte Co-Creation zwischen Jung und Alt zu ermöglichen, weil die fehlt momentan total. Ich habe nur eine Frage dazu, weil wir haben in Deutschland eine Diskussion, die ist hart. Und da werden Fragen gestellt wie: Warum habt ihr den Generationenvertrag aufgekündigt, stillschweigend, ohne dass wir es mitbekommen haben? Gibt es das bei euch auch? Ja, nicht in dieser expliziten Frage, nicht, aber es heißt halt anders. Wieso habt ihr jahrelang zugeschaut? Ihr wisst spätestens seit den 80er Jahren, was auf uns zukommt. Ich kann mich erinnern, ich habe neulich ausgegraben ein Spiegelcover aus dem Jahr 1986, wo der Kölner Dom unter Wasser steht, ja, und das heißt, die Klimakatastrophe steht bevor. Also nicht man hätte es wissen können, sondern man weiß es. Und das ist die eigentliche Frage. Also es wird jetzt nicht so als Generationenvertrag benannt, aber das ist natürlich im implizit, ja. Quasi, was habt ihr in den letzten 30 Jahren gemacht? Jetzt wollt ihr plötzlich von uns, dass wir auf alles verzichten, was ihr euch so bequem eingerichtet habt, ja. Hätten wir 1980 damit begonnen, wäre der Übergang sanft gewesen und jetzt können wir schauen, dass wir noch eine harte Landung irgendwie hinbekommen. Also das ist der Vorwurf und der Berechtigte, wie ich finde.